So, die Aufgaben habe ich jetzt eben fertig gemacht, habe ich euch für euch auch alle hochgeladen. Das sind die Aufgaben mit den Hühnern. Erstmal vielen Dank für alle, die ein Like da gelassen haben. Jetzt geht es natürlich wieder auch um Rette die Welt und natürlich um V-Bucks. Ihr seht, wir haben hier genau zwei V-Bucks-Aufgaben, sind nochmal jeweils 50 V-Bucks. Aber ich habe euch ja gesagt, lasst euch immer zwei Aufgaben da. Eine, die ihr machen könnt und eine, die ihr natürlich dann wieder austauschen könnt. Nämlich hier unten seht ihr Auftrag austauschen. Die hier ist ziemlich einfach, weil 500 Hüllen macht man sowieso weg, wenn wieder eine V-Bucks-Mission da ist. Tägliche Serverschränke gibt auch nur 50 V-Bucks, ist aber immer ein bisschen schwieriger zu finden, deshalb mache ich hier jetzt Auftrag austauschen. Und es wäre möglich, dass ich entweder eine 60 V-Bucks-Aufgabe bekomme oder eben eine 100 V-Bucks-Aufgabe, deshalb auch V-Bucks verdoppeln. Also wir probieren das Ganze jetzt einfach mal aus und natürlich, das war das Paradebeispiel. Ihr seht, eben hatte ich noch eine 50 V-Bucks-Aufgabe, jetzt habe ich eine 100 V-Bucks-Aufgabe. Genau so könnt ihr das halt auch machen. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, ich habe hier die 50 V-Bucks-Aufgabe, hier die 100. Also so kann man ganz einfach seine V-Bucks verdoppeln. War natürlich jetzt ein Paradebeispiel, wird morgen wahrscheinlich so nicht funktionieren. Und in dem Sinne werden wir gleich, wenn ich das Video hochgeladen habe, werde ich auch schon live sein auf Twitch. Gerade noch ein bisschen Rette die Welt spielen, vielleicht noch ein, zwei Runden Fortnite. Heute Abend kommt der Bayern gegen Leipzig, Red Bull Salzburg. Deshalb also bis 9 Uhr allerspätestens, aber essen muss ich eigentlich auch noch. Also in dem Sinne, wenn ich das Video hochgeladen habe, bin ich auf jeden Fall live. Guckt einfach in der Videobeschreibung vorbei, Card86 auf Twitch. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß beim V-Bucks sammeln, beim Leveln und haut rein.